Barbie, Skipper, Chelsea und Stacy sind mit einem Campingbus unterwegs in die Schweizer Alpen zu ihrer Tante Marlene. Tante Marlene besitzt dort eine berühmte Reitakademie, wo Barbie nach dem perfekten Pferd für sich suchen möchte. Als sie nach der langen Fahrt dort ankommen, sind sie froh, endlich aussteigen zu können. Wir sind endlich da. Ich muss ganz dringend. Der Letzte räumt das Auto auf. Stacy und Chelsea steigen aus. Stacy atmet zuerst ganz tief die klare, saubere Bergluft ein. Und Chelsea entdeckt sofort die Pferde. Ach, ihr müsst tief einatmen. Hier duftet es sehr alpig. Seht nur, seht nur! Da stehen Pferde! Könnt ihr gleich ausreiten? Bitte dürfen wir? Dürfen wir? Ja? Chelsea, ganz ruhig. Wir sind 4 Wochen hier. Wir haben noch genug Zeit. Wow. Barbie denkt, dass Skipper von der tollen Aussicht überwältigt ist. Toll, nicht? Das ist das Matterhorn. Einfach atemberaubend, oder? Nein, ich meine diesen LCD-Bildschirm. 33 Megapixel Auflösung mit 24,7 Millionen Farben. Wahnsinn! Es ist so, als wären wir direkt dort. Skipper, wir sind ja auch da. Oh ja, hübscher Berg. Aber auf diesem Baby kann ich alles ganz nah ranzoomen. In diesem Moment kommt Tante Marlene aus dem Haupthaus. Barbie! Tante Marlene! Skipper! Stacy! Chelsea! Willkommen in der Alpinen Reitakademie. Es ist so schön, euch zu sehen. Dann kommen auch der junge Max und die kleine Marie angelaufen, um Barbie stürmisch zu begrüßen. Hallo, Barbie. Hallo, Max. Barbie! Hoffentlich doch, Marie. Hallo, Marie. Ich bin so froh, dass du endlich da bist. Bitte verzeih das Verhalten meiner Schwester. Sie ist bei Eichhörnchen aufgewachsen. Ich bin so froh, dass ihr alle hier seid. Bitte, kommt mit ins Haus. Tante Marlene und die Kinder bringen ihre Gäste auf ihr Zimmer. Ihr. Die Rosen, die hab ich euch hingestellt. Aber ich hab dafür fast alle Blattläuse runtergepult. Danke, Kinder. Aber ihr wisst, ihr habt noch viel zu tun, also raus. Das Zimmer ist perfekt, Tante Marlene. Und ich kann es gar nicht erwarten, mein Pferd zu finden. Genau, dein Champion. Barbie wird damit das Pacific Hindernisrennen gewinnen. Chelsea, das kann man doch jetzt noch gar nicht sagen. Natürlich gewinnst du. Du bist ja bloß die beste Reiterin der Westküste. Danke, aber genau deshalb ist es so wichtig, dass ich das richtige Pferd finde. Du suchst das Pferd deiner Träume, hm? Davon träumt jeder Reiter. Ja, so könnte man es ausdrücken. Ich muss das als Schweizerin natürlich sagen, aber ich bin davon überzeugt, dass wir die besten Springpferde auf der Welt züchten. Ich weiß, dass du hier das Richtige findest. Chelsea hat ein Pferd auf ein Blatt Papier gemalt und zeigt es ihrer Tante. Hast du eins, das genau so aussieht? Oh, Chelsea, das ist ja wirklich ein tolles Pferd. Ja, nicht wahr? Hoffentlich habe ich genug Glitzer dabei. Wann können wir denn zu den Pferden? Wie wär's mit jetzt sofort? Juhu! Na dann los! Skipper, willst du etwa nicht mit zu den Pferden kommen? Geht ihr ruhig schon vor. Ich muss meinen Blog noch updaten. Früher warst du verrückt nach Pferden. Du bist stundenlang geritten, als du jünger warst. Weißt du noch? Tja, ich würde sagen, Menschen verändern sich. Und außerdem sind momentan alle meine Freunde auf der TechCon. Sie testen die neuesten Sachen, während ich hier festsitze und den Kühen beim Jodeln zuhören darf. Marie und Max haben inzwischen ihre Pferde geholt. Gemeinsam gehen nun alle zum Paddock. Also du reitest doch zum ersten Mal, oder? Ja, zum ersten Mal. Aber das habe ich im Handumdrehen raus. Ich bin ein echtes Sportass. Trotzdem denke ich, dass du es langsam angehen solltest. Danke, aber nicht zu langsam. Ich bin ein echtes Naturtalent, das weiß ich. Ja, du erwähntest gerade so etwas. Ich würde sagen, wir suchen zuerst für Chelsea und Stacy die Pferde aus. Mädchen, darf ich euch eure Lehrer vorstellen? Oh, ich will das reiten. Oder das da. Kann ich nicht vielleicht auch 2 reiten? Dürfen wir uns irgendein Pferd aussuchen? Nein, nein, Cherie. Anfänger suchen sich niemals ihre Pferde selbst aus. Hä? Die Pferde werden euch aussuchen. Wie bitte? Ihr werdet schon sehen. Kommt rein ins Paddock und... Dann bleibt ganz still stehen. Kaum sind Chelsea und Stacy im Paddock, kommen die Pferde auch schon neugierig auf sie zu. Eines der Pferde, eine Stute, stupst Stacy sanft mit der Schnauze an. Freut mich, dich kennenzulernen, Pepper. Und auch Chelsea wird nun ausgesucht. Von einem kleinen, niedlichen Pony. Wie es aussieht, bist du auch auserwählt worden, Chelsea. Das ist Dash. Das Pony begrüßt Chelsea freundlich und tänzelt um sie herum. Wow.
bloß der Rest von dem Pferd? Ich befürchte, mehr ist nicht an ihr dran. Aber Dash ist das perfekte Anfängerpony. Und wie es aussieht, hat sie dich gern. Aber sie ist so klein. Warum bekomme ich kein großes Pferd wie Stacy? Chelsea, gib Dash doch erstmal eine Chance. Und ich verspreche dir, sobald du größer bist, darfst du auch größere Pferde reiten. Etienne, einer der Reitlehrer, stürmt entrüstet auf Tante Marlene zu. Katastrophe! Desastre! Was für ein Unheil! C'est choquant! Quelle horreur! Madame Marlene, wir sind ruiniert! Was ist es denn diesmal, Etienne? Sehen Sie sich diese Fliegen oben an! Sehen Sie sie genau an! Und? Und? Ich hatte welche in Aubergine bestellt, damit sie farblich zu den Tränen passen. Aber sehen Sie nur! Würdest du vielleicht sagen, dass das Aubergine ist? Nein. Da ist was dran. Das ist alles andere, nur kein Aubergine. Sehen Sie, das Kind ist offensichtlich gekränkt durch die Farbe. Wie sollen wir bloß ein Turnier gewinnen, wenn farblich nicht alles aufeinander abgestimmt ist? Wir machen uns sogar zum Gespött der Fliegen. Turnier? Das klingt echt toll. Auf diesem Turnier trifft unsere Akademie auf alle anderen Reitschulen des Landes. Und das Preisgeld ist nicht zu verachten. Das Turnier findet diesmal bei uns statt. Wenn es unseren Pferden nicht zu peinlich ist, sich so sehen zu lassen, würde ich sagen. Ich glaube, ich muss mich darum kümmern. Max, Marie, helft ihr Stacy und Chelsea, die Pferde zu satteln? Barbie, du darfst dir selbstverständlich ein Pferd aussuchen. Drüben im Stall haben wir ein paar Prachtexemplare. Sie waren alle schon auf Springturnieren erfolgreich. Sehen Sie nur diese Nette. Ich habe bei der Bestellung explizit gesagt, ich will Auben mit Kreuzstich. Und das ist weder ein Kreuz noch ein Stich. Und haben Sie die Halfter schon gesehen? Wow, wer ist das denn? Das ist Monsieur Etienne, der Reitlehrer der Akademie. Und, benimmt er sich immer so? Ich meine, als ob er in eine Zitrone gebissen hätte? Naja, meistens, aber er ist ein sehr guter Lehrer. Marie sattelt Stacys Pferd. Als Stacy aufsteigen will, taucht endlich auch Skipper auf. Warte! Dein erstes Mal auf einem Pferd? Davon mache ich definitiv ein Video. Seht euch ihr Outfit an. Sie ist selbstbewusst und überhaupt nicht nervös. Und während sich die zukünftige preisgekrönte Reiterin dem Tier nähert, verneigt sich dieses in voller Demut. Stacy rutscht aus dem Steigbügel und fällt in den Matsch. Da kommen drei junge Reiter auf den Hof und machen sich über sie lustig. Seht nur, Alpine hat eine neue Schaureiterin. Wie nennst du dieses Kunststück? Den Schlammsprung? Hey Marie, wenn das eure beste Reiterin ist, dann ist euch der Sieg beim Turnier so gut wie sicher. Ja, genau. Einer der Jungs beobachtet Skipper und spricht sie an. Hey, solltest du da gerade den weltbesten Reiter googeln? Der steht vor dir. Ehrlich gesagt war ich gerade auf der Suche nach dem größten Blödmann. Ich habe ihn gefunden. Hat sich dir aber gezeigt, Jonas. Wie drollig. Die drei reiten vom Hof. Max schaut ihnen kopfschüttelnd hinterher. Lasst euch nicht provozieren. Die sind von der École Montagne. Die Reitschule ist dort am Ende der Straße. Die wollen uns nur ärgern. Das Turnier steht doch vor der Tür. Ist doch egal, ob sie uns ärgern oder nicht. Wir verlieren sowieso immer. Und meistens gegen die. Vielleicht läuft es genau dieses Jahr andersherum. Ich meine, statistisch gesehen werden wir genau in, 63 Jahren gewinnen. Unterdessen ist Barbie im Stall bei den Boxen und sieht sich die Pferde genau an. Entschuldige, dass es so lange gedauert hat, Barbie, Liebes. Monsieur Etiennes Temperament geht manchmal etwas mit ihm durch. Oh ja. Aber er ist ein guter Lehrer. Wir hoffen, dass er unsere Akademie nach 11 Jahren endlich zum Sieg führt. Selbstverständlich. Ihr habt bestimmt ganz viele gute Reiter. Hatten wir früher, aber leider haben sich in den letzten Jahren mehr Reiter ab als angemeldet. Egal. Hast du dein Pferd schon gefunden? Alle Pferde hier stammen von preisgekrönten Champions ab. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Barbie bleibt vor einem braunen Hengst stehen. Das hier gefällt mir ganz gut. Ah, Finian. Ausgezeichnete Wahl. Sein Vater war der Sieger des Virginia Gold Cups. Er wird sich in Amerika bestimmt zu Hause fühlen. Ich bin sicher, ihr zwei würdet es weit bringen. Vielleicht. Am nächsten Morgen wird Barbie sehr früh geweckt, weil ihr jemand ständig die Bettdecke wegzieht. Als sie die Augen aufschlägt, steht eine Ziege vor ihr. Die Ziege will die Bettdecke nicht loslassen.
Also versuchen jetzt alle der Ziege die Decke aus dem Maul zu ziehen. Marie und Max kommen jetzt herein. Oh, hallo Barnaby. Du kennst dieses Vieh. Das will meine Decke auffressen. Ja, er steht auf Wolle. Letzte Woche hat er alle meine Socken gefressen. Dass er das überlebt hat, ist erstaunlich. Barnaby lässt die Decke los. Und die Mädchen fallen der Reihe nach hin. Frühstück in 20 Minuten. Hoffe, ihr mögt Niederfladen. Gleich nach dem Frühstück striegelt Stacy ihr Pferd. Aber als Reitlehrer Etienne sieht, wie Stacy das macht, unterbricht er sie sofort. Nein, 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 Mademoiselle. Wir streicheln mit dem Striegel über das Fell, hm? Wir rubbeln nicht daran. Lange, fließende Bewegungen, hein? Comme ça. Und streichen, vorsichtig, oui? Und streichen, alles klar? Ein bisschen in die Knie gehen und streichen, hein? Zur gleichen Zeit wird Dash, Chelseas Pony, von Barbie gesattelt. Und es kriegt eine hübsche Schleife in die Mähne gesteckt. Perfekt. Dash, du bist das hübscheste Pony auf dem ganzen Hof. Das findest du doch auch, Chelsea. Aber Chelsea hat nur Augen für Barbies Pferd. Ich freue mich, endlich wieder aufs Pferd zu steigen und den Wind in meinen Haaren zu spüren. Und dann geht es los. Der erste gemeinsame Ausritt im Schritttempo mit Reitlehrer Etienne vorneweg. Als Barbie die Reihe verlässt, schreitet Etienne gleich ein. Ah, wieder zurück in die Reihe, Mademoiselle Barbie. Wir befinden uns gerade im Schritt. Bitte schön. Wenn wir in einer Abteilung reiten, ist es wichtig, dass wir alle dasselbe Tempo haben, nicht wahr? Ja. Als sie an einem Wasserfall vorbeireiten, entdeckt Barbie dort ein weißes Pferd. Wow. Aber als sie ein zweites Mal hinsieht, ist es plötzlich wieder verschwunden. Skipper Stacy, habt ihr das gesehen? Gesehen? Was denn? Na, dieses Pferd da. Da ist kein Pferd. Was redest du da? Tja, dann hab ich mich wohl geirrt. Da war kein Pferd. Am Abend, nach dem Essen, geht Barbie nochmal zu den Pferdeboxen. Am großen Tor fällt ihr ein Pferdelogo auf. Es ist genau das Pferd, welches sie am Wasserfall gesehen hat. Im Stall ist auch Etienne, der seinem Pferd gerade ein Lied vorsingt. Elle fait des gâteaux, Papa est en bas, il fait du chocolat. Fais dodo, Renaud, mon petit frère, fais dodo, t'auras du lolo. Mademoiselle Barbie, Sie haben mich erschreckt. Ganz furchtbar. Oh, tut mir leid. Das war wirklich ein schönes Lied. Renaud hat's auch gefallen. Oh, das ist doch gar nichts. Das beruhigt ihn ein bisschen. Monsieur Etienne, darf ich Sie vielleicht etwas fragen? Wegen des Logos der Akademie? Logos? Sie wissen schon, das Schild draußen. Da ist ein Pferd drauf. Ach, das? Was gibt es da zu fragen? Es ist ein Pferd. Oh ja, das weiß ich. Aber es ist doch ein äußerst ungewöhnliches Pferd. Finden Sie nicht auch? Die Mähne hat eine tolle Färbung. Wieso interessieren Sie sich dafür? Naja, ich... Wie soll ich das erklären? Ich glaube, ich habe das Pferd schon mal gesehen. Oh, das bezweifle ich, Mademoiselle. Das Pferd, von dem Sie sprechen, existiert nicht. Es existiert nicht, aber das Schild... ist nach einer Legende entstanden. Da geht es um eine Pferderasse, die sich Majestic nennt. Man sagt, dass die Herde irgendwo in den Bergen umherstreifte. Der Legende nach ist diese Pferderasse mehr als 1000 Jahre alt. Die Pferde wurden für die Prinzessinnen des Kiburg-Königreichs gezüchtet. Es heißt, sie waren ihren Herrinnen treu ergeben. Sie waren ihre Beschützer. Und die Prinzessinnen waren ihren Pferden ebenso verbunden und beschützten sie. Es waren mächtige Pferde, starke Pferde, die unglaublich gut springen konnten. Man hatte den Eindruck, als würden sie fliegen. Man erkannte sie an ihrer ungewöhnlichen pinkfarbenen Strähne in ihrer Mähne. Es waren die schlauesten, schnellsten und mutigsten Pferde, die die Menschheit je gesehen hat.
Viele bezweifeln, dass es sie jemals gegeben hat, da nie eines gefangen wurde. Es wurde auch nie eines fotografiert oder so. Aber auf dem Schild ist es doch gemalt. Na und? Es gibt ja auch Zeichnungen und Gemälde von Feen und Meerjungfrauen. Menno? Also, Sie glauben nicht, dass es die Majestikpferde gibt? Als ich noch ein Kind war, da dachte ich, ich hätte... So ein Quatsch! Ein kleiner, dicker Mann betritt die Boxengasse. Nur dummes Geschwätz. Natürlich, du hast ja schon immer an Märchen geglaubt. Philippe! Wie kannst du es wagen, meinen Stall zu besudeln? Du Eiterbeule am Intern eines Pavillons! Das sagt dir der Richtige, du Borst eines Wildschweins. Ich spucke auf den Zeh deines Onkels. Und ich stopfe dir die Nase mit Kohlköpfen. Hi, mein Name ist Barbie. Ich nehme an, Sie beide kennen sich wohl. Excusez-moi, Mademoiselle. Ich bin Monsieur Philippe. Ich bin Reitlehrer extraordinär an der École Montagne. Enchanté. Ich rege mich nur so auf, weil dieses Schwein von einem Hund, von einem Esel Ihnen Flausen in den Kopf setzt. Eine Pferderasse wie die Majestic gibt es nicht. Und es hat sie auch nie gegeben. Kein Pferd ist so überaus unglaublich. Deshalb können Sie nur eines, Ihrem Meister dienen. Und gehorchen Sie nicht, lernen Sie die Gärte kennen. Aber wieso interessieren Sie sich für die Majestics? Haben Sie vielleicht irgendwas gesehen? Was? Ich? wie kann man denn bitte schön etwas sehen, das überhaupt nicht existiert, hä? Ja, natürlich. Das wäre geradezu lächerlich. Etienne, es ist kalt. Maman sagt, du sollst deinen Pullover anziehen. Riecht ihr aus, dass ihre Suppe sehr gut getan hat? Und wie war das Baguette? Ich habe kein Baguette bekommen. Ganz genau. Etiennes Bruder Philippe weiß aber, dass es diese Pferde tatsächlich gibt. Er hatte nämlich schon mal eines gesehen. Am kommenden Tag reitet Barbie nochmal zum Wasserfall raus. Aber sie kann nichts entdecken. Komm schon, Finian. Wir reiten jetzt nach Hause. Was hast du denn? Plötzlich scheut Finian und fängt an zu steigen. Barbie fällt von seinem Rücken. Finian, komm sofort zurück! Ein Rudel Wölfe taucht auf und umzingelt Barbie. Oh Mann. Doch bevor die Wölfe Barbie näher kommen können, erscheint das weiße Pferd und schlägt die Wölfe in die Flucht. Dann stehen sie sich beide gegenüber. Ich glaube es nicht. Es gibt euch wirklich. Wusste ich's doch. Dankeschön. Aber so schnell wie das Pferd aufgetaucht ist, verschwindet es auch wieder. Finian hat sich inzwischen wieder zurückgetraut. Und die beiden machen sich auf den Heimweg. Am nächsten Morgen hat Stacy bei Etienne Reitunterricht. Très bien. Oberkörper gerade, Mamsel Stacy. Beine fest ans Pferd drücken und das Gewicht nach vorne. Ha, très bien. Jetzt Achtung, die Zügel ein wenig aufnehmen und dann das Pferd zum Stehen bringen. Oh! 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 Stacy zieht und zerrt am Zügel herum. Sag mal, weißt du etwa nicht, wie man anhält? No, Mamsel! Wir reißen niemals an den Zügeln! Das bewirkt nur, dass das Pferd die... Hey. Aber Stacy hört nicht auf zu zerren. Die Folge? Das Pferd wirft sie einfach ab. Alle Beobachter auf dem Hof brechen in ein Gelächter aus. Les enfants. Wütend geht Stacy zu Tante Marlene. Tante Marlene, ich brauche ein neues Pferd. Meins ist kaputt. Nein, Stacy. Peppa ist dein Pferd und sie hat dich aus einem bestimmten Grund ausgewählt. Ja, weil es ihr Spaß macht, mich in der Öffentlichkeit bloßzustellen. Peppa macht überhaupt nicht das, was ich will. Das wird sie schon noch. Aber nur sie entscheidet, wann. Barbie ist wieder zum Wasserfall ausgeritten und sucht die Umgebung nach dem weißen Pferd ab. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Ein Wiehern hallt aus einer Schlucht herauf. Barbie reitet hinunter und entdeckt das weiße Pferd. Es hat einen Steinschlag gegeben und das Pferd ist zwischen einigen Felsbrocken eingeklemmt.
Barbie steigt ab und nähert sich dem verängstigten Pferd. Ist schon gut. Beruhige dich, wir kriegen das schon wieder hin. Ich will dir helfen, okay? Oh nein, dein Bein steckt richtig fest, nicht wahr? Ich weiß, das tut weh. Bleib ruhig. Ganz ruhig, mein Mädchen, ganz ruhig. Genau, ganz ruhig. Barbie greift nach einem dicken Ast und schiebt die Felsen zur Seite. Das Pferd springt auf und humpelt ein paar Meter. Jetzt sieht Barbie, dass es an der Fessel verletzt ist. Oh, du blutest ja. Sie nimmt ihren Schal ab und nähert sich langsam dem Pferd. Ich will dir doch nur helfen. Es ist alles in Ordnung. Vorsichtig verbindet Barbie die Wunde mit ihrem Schal. Das bin ich dir schuldig, wegen der Wölfe. Barbie hat einen Apfel dabei. Das Pferd lässt sich nicht lange bitten. Du bist so majestätisch. Ich glaube, ich nenne dich Majesty. Auf dem Hof der Reitakademie schießt Skipper ein paar Fotos von Barnaby, der Ziege, bis Jonas auf den Hof reitet. Okay, noch eins, Barnaby. Und jetzt stell dich mal hin wie so ein richtiger Präsident. Hey, Tecker, legst du das Teil nie aus der Hand? Oh, guck mal, Barnaby, da kommt dich wohl jemand besuchen. Du hast wohl noch nicht genug vom Fotografiert werden, Affenjunge. Du wirst toll aussehen in deinem Affenoutfit. Oder was sagst du? Mag sein, dass du mit einem Tablet umgehen kannst. Aber ich wette, ich kann viel besser reiten als du. Wette angenommen. Ich bring Bananen mit. Aber jetzt muss ich noch schnell dein Foto bearbeiten. Bis dann! Tante Marlene ist gerade im Stall, um die Pferde zu füttern, als sie plötzlich hinter einem Heuballen Chelsea entdeckt. Oh, Chelsea? Shh, ich versteck mich hier vor Dash. Oh. Wieso versteckst du dich vor Dash? Weil sie andauernd an meinen Haaren knabbert. Aber deine Frisur ist noch ganz in Ordnung. Ja, aber sie läuft mir andauernd nach, wie ein Hund. Und dann knabbert sie an meinen Zöpfen. Und in kürzester Zeit habe ich über ihren Sabber auf dem Kopf. Verstehe, okay. Kann es sein, dass dein Haar vielleicht nach Süßigkeiten riecht? Marshmallow-Shampoo für lockiges Haar. Mein Lieblingsshampoo. Das wird nämlich aus echten, lebendigen Marshmallows hergestellt. Ah, das wäre dann die Erklärung. Dash liebt nämlich Marshmallows auch. Ach so? Oh ja. Und wie? Wenn ich so darüber nachdenke, habt ihr zwei wirklich sehr viel gemeinsam. Sie liebt hübsche Schleifen, alles, was glitzert und alles, was pink ist. Vielleicht solltest du ihr noch eine Chance geben. Also, ich weiß nicht so recht. Sie hat dich wirklich unglaublich gern, Chelsea. Und weißt du, worüber sie sich so richtig freuen würde, wären ein paar Glitzerschleifen. Meinst du wirklich? Ich könnte ja mal versuchen, sie aufzuhübschen. Vielleicht beginne ich mit einer Maniküre. Und dann flechte ich in ihre Mähne Zöpfe. Und ich habe hier einen großen Glitzervorrat dabei. Den hole ich. Und da geht es so richtig los. Oh Mann, das wird... Das schickste Mann. Die ganze Zeit über hat Barbie nicht bemerkt, dass sie von Etiennes Bruder, Philippe, beobachtet wird. Er hat sie zwar erst entdeckt, als das weiße Pferd schon wieder weg war, aber er hat ein paar Strähnen einer Mähne gefunden. Und er weiß, dass die nicht zu Barbies Pferd gehören. Der Unterricht auf dem Hof geht weiter. Springen ist jetzt angesagt. Marie und die anderen Schüler bewältigen den Parcours ohne Probleme. Als Stacy dran ist und die ersten Hürden schafft, lobt sie sich selbst in den Himmel. Aber vor dem Wassergraben stoppt ihr Pferd plötzlich und Stacy fliegt ins Wasser. Philipp lässt Barbie nicht aus den Augen und folgt ihr weiter. Bonjour, Mamsel. Jetzt will ich doch mal sehen, was sie gefunden hat. Schnell freundet sich Barbie mit Majesty an. Die Stute lässt sogar zu, dass Barbie auf ihr reiten darf. Im schnellen Galopp prescht sie mit Barbie über die Wiesen und durch die Täler.
Philippe traut seinen Augen nicht, als er das sieht. Majesty galoppiert zum Wasserfall zurück. Hinter dem Wasserfall befindet sich ein Tunnel, der in ein unbekanntes Tal führt. Und dort grast Majesties Herde. Majesties! Eine ganze Herde, wie toll! In der Reitakademie geht Skipper ins Haupthaus und sieht Tante Marlene am Schreibtisch sitzen. Sie hört, wie sie laut seufzt. Stimmt vielleicht irgendetwas nicht, Tante Marlene? Oh nein, alles in Ordnung. Hast du schon zu Mittag gegessen? Ich sehe doch, dass irgendwas nicht stimmt. Bitte sag es mir. Ich bin ein Teenager, ich werde also ganz sicher nicht locker lassen. Nur kannst du mir leider bei meinem Problem nicht helfen. Ich befürchte nämlich, dass ich vielleicht die Akademie verkaufen muss. Verkaufen? Aber wieso? Zu viele Rechnungen, zu wenig Schüler. Ich habe versucht durchzuhalten, aber vor 2 Wochen, da hat mir Madame Chenet von der École Montagne ein gutes Angebot gemacht. Zweifellos war das die Idee von Philippe. Er hat Etienne nie verziehen, dass er bei mir unterrichtet und nicht an der École. Und wenn wir das Preisgeld des Turniers nicht gewinnen, dann werde ich wohl verkaufen müssen. Aber das kannst du unmöglich ernst meinen. Die Akademie ist seit Generationen in Familienbesitz. Ich wurde hier geboren. Sie zu verlieren, bricht mir das Herz, aber ich befürchte, ich habe keine Wahl. Ich habe noch Zeit bis Dienstag, dann muss ich mich entscheiden. Und wenn du gewinnst, bringt das neue Schüler? Aber natürlich, das wäre einfach nur wundervoll. Aber ehrlich gesagt haben wir leider schon seit 11 Jahren nicht mehr gewonnen. Tja, nur dieses Jahr hast du eine Geheimwaffe. Die Roberts-Schwestern. Warte bitte mit dem Verkauf bis nach dem Turnier, ja? Ich kann es versuchen, aber Skipper, was hast du? Ach, ich habe jetzt leider keine Zeit mehr. Ich muss mit einer jungen Dame über ein Turnier sprechen. Barbie ist von Majesties Vertrauen überwältigt. Nachdem ihr Majesty das Tal mit der Herde gezeigt hat, bringt sie Barbie zu ihrem Pferd zurück. Kaum sind sie da, kommt Skipper angeritten. Toll gemacht, Barbie! Skipper! Was für ein sensationelles Pferd! Oh, Skipper, es war einfach der Wahnsinn! Wir sind geflogen, durch die Lüfte gesegelt! Nach diesem Pferd habe ich schon mein Leben lang Ausschau gehalten. Aber du darfst nicht verraten, dass du sie gesehen hast. Das musst du mir unbedingt versprechen. Barbie, es ist etwas passiert. Versprich, dass du nichts sagst. Indianer-Ehrenwort, okay? Wann genau ist man dafür bitteschön zu alt? Niemals! Also, meine wunderschöne Majesty, wir sehen uns morgen. Na los, ab zur Herde. Majesty, das gefällt mir. Aber hör zu, ich muss dir was ganz Wichtiges erzählen. Auf dem Rückweg erzählt ihr Skipper alles. Die Akademie verkaufen? Das wäre ja furchtbar. Arme Tante Marlene. Ganz genau. Und deshalb muss ihre Reitschule auch das Turnier gewinnen. Ich habe mir geschworen, nie wieder zu reiten, aber ich verstoße gegen meinen Vorsatz und mache die Dressurprüfung. Das ist perfekt. Du bist eine tolle Dressurreiterin. Dann ist dir ja wohl klar, dass du beim Hindernisrennen mitmachen musst. Und wenn du Majesty nimmst, reitest du deiner Konkurrenz einfach nur davon. Skipper, das geht aber leider nicht. Etienne hat sich schon für dieses Rennen angemeldet. Das ist Tradition. Und außerdem, es darf niemand von Majesty erfahren, bis ich sie nach Malibu gebracht habe. Wieso denn nur? Erzähl schon. Weil Philippe sie bestimmt erkennen wird und er kann sich ausrechnen, dass es wahrscheinlich eine ganze Herde gibt. Sie würden 100%ig Jagd auf die Herde machen und dann versuchen, alle zu zähmen. Also müssen die Majestiques eine Legende bleiben. Aber was ist mit dem Hindernisrennen? Wir müssen doch für Tante Marlene das Turnier gewinnen, oder nicht? Skipper, Etienne hat als Reiter schon viele Preise gewonnen und das Turnier besteht aus vielen Prüfungen. Du wirst mit deiner Dressurprüfung den Sieg für die Akademie und Tante Marlene holen. Zurück auf dem Hof sieht Barbie, wie Stacy auf ihrem Skateboard fährt, anstatt mit ihrem Pferd zu üben. Stacy, solltest du nicht lieber für Samstag üben? Ja, ich weiß nicht so recht. Ich habe irgendwie gerade keine Lust auf Reiten. Ach so? Aber was ist denn mit der Vielseitigkeitsprüfung? Ehrlich gesagt, höre ich glaube ich ganz mit dem Reiten auf, ist nicht so mein Ding. Okay, Stacy, was ist los? Seit wann lässt du freiwillig einen Wettkampf sausen? Das liegt ja wohl auf der Hand, Barbie. Ich bin grottenschlecht im Reiten.
Und ich verstehe das einfach nicht, sonst schaffe ich immer sofort, was ich will. Skateboard war kein Problem, Mountainbikes, Wakeboarding, Skysurfing, Motocross. Wieso kriege ich so ein Pferd nicht unter Kontrolle? Stacy, weil ein Pferd nun mal kein Skateboard ist. Deine Stute ist ein lebendiges, atmendes Wesen und sie hat Gefühle. Ja, offensichtlich hat sie keine positiven Gefühle für mich. Weißt du, vielleicht solltet ihr anfangen, ein Team zu werden. Arbeite mit ihr zusammen. Du darfst sie nicht nur kontrollieren. Freunde dich mit ihr an. Finde heraus, was sie will. Die Stute soll meine Freundin werden? Wie? Soll ich sie vielleicht ins Kino einladen? Du weißt genau, was ich meine. Versuch es einfach. Oh, und Zuckerwürfel können nicht schaden. Stacy nimmt die Zuckerwürfel und geht zum Pferdegatter. Hallo, ich bin Stacy. Du weißt schon, das Mädchen, das du verstümmeln wolltest. Hier, ich habe ein bisschen Karies für dich. Hey, die schmecken hier anscheinend. Hast du noch welche? Am Tag des Turniers ist auf dem Hof der Teufel los. Viele sind gekommen, um zuzusehen oder auch mitzumachen. Willkommen zum 108. Interakademie-Reitturnier. Und wie jedes Jahr eröffnen wir das Turnier mit der allseits beliebten hübschen Ponyparade. Chelsea reitet da natürlich mit. Sie hat ihr Pony Dash mit hübschen bunten Schleifchen geschmückt, wofür sie auch den ersten Preis erhält. Ist Dash nicht wunderhübsch? Und bist du von auch überall riechen? Nach Marshmallows! Danach folgt die Dressurprüfung. Jonas legt mit seinem Pferd eine perfekte Kür hin. Gleich nach ihm ist Skipper an der Reihe. Du bist als Nächster dran, Skipper. Wir stehen alle hinter dir. Hey, Tech Girl. Jetzt sag mir nicht, dass du im Internet eine Reit-App gefunden hast. Dafür brauche ich keine App. Das mache ich einfach ganz gemütlich oldschool. Die nächste Starterin in der Dressurprüfung für die Alpine Akademie, Skipper Roberts auf Juniper. Ja! Und was Skipper zeigt, ist wirklich atemberaubend. Ihre Kür übertrifft bei weitem alles. Selbst Jonas und seine Freunde sind sprachlos. Platz in der Dressurprüfung geht an Miss Skipper Roberts von der Alpine Akademie. Zwar rufen Jonas Freunde Buh, aber Jonas selbst ist beeindruckt von Skipper. Vielleicht sollte ich mir auch so ein Tablet-Ding zulegen. Unsere nächste Disziplin ist die erste Prüfung des Vielseitigkeitswettbewerbs. Stacy Roberts of Pepper, die jetzt im leichten Galopp auf den Sprung Nummer 7 zureitet. Gelungener Sprung. Sie reitet dynamisch auf Sprung 8 zu. Der Leuchtturm. Dicht dahinter das witzige Würstchen. Die Nummer 9. Eine sichere Landung. Die beiden sind ein gutes Team. Geschmeidig lässt sich Pepper am Zügel reiten. Es folgt der gefürchtete Sprung über den Zaun. Oh, sie ist nicht gesprungen, sondern nochmal abgedreht. Das wird sie ganz sicher Punkte kosten. Aber Stacy reitet erneut an und springt hinüber. Sehr gut. Und jetzt reiten sie auf die Trippelbahre zu. Ein sauberer Sprung. Jetzt noch der letzte und gleichzeitig schwierigste Sprung, das sogenannte Schlüsselloch. Okay, wir sind doch jetzt Freunde, oder? Diesmal springen wir beide dadurch zusammen. Nicht bloß ich. Bitte, bitte. Gleich verkündet die Jury ihre Entscheidung. Der erste Platz geht an Stephanie Koda und King's Cross von der École Montagne. Und der zweite Platz geht an Stacy Roberts und Pepper von der Alpine Akademie. Wunderbar. Zweiter Platz, nicht übel. Aber nächstes Jahr machen wir die fertig. Und damit endet der Eröffnungstag des Turniers. Punktegleichstand bei der École Montagne und der Alpine Akademie. Beide liegen auf dem ersten Platz.
Morgen beenden wir das Turnier mit dem spektakulären Hindernisrennen auf der Bernwald-Rennstrecke. Und bitte nicht vergessen, dass heute Abend der Interakademieball stattfindet, hier auf dem Gelände. Das beste Ergebnis seit Jahren. Was für ein toller Tag für die Akademie. Und auch ein sehr langer Tag. Wir sollten uns alle noch ein wenig ausruhen vor dem Ball. Doch daraus wird nichts. Die Mädchen stürmen auf ihr Zimmer und wollen sich alle für den Ball perfekt stylen. Stopp, du bist noch viel zu jung für Lippenstift. Unfair. Auf einmal schreit Chelsea laut auf. Barnaby, die Ziege, knabbert auf ihrem Schuh herum. Barnaby! Mein Schuh! Gib ihm auch gleich noch den anderen. Vielleicht zerkaut er sie so, dass sie wieder gleich aussehen. Am Abend empfangen Tante Marlene, Marie und Max ihre Gäste. Möchten Sie vielleicht ein Glas Punsch? Das schmeckt wirklich lecker. Hier, bitteschön. Und Sie bekommen auch noch eins. Hätten Sie vielleicht auch gerne ein Glas? Ja? In Ordnung, dann schenke ich Ihnen ein Glas. Gefällt Ihnen unsere Deko? Herzlich willkommen. Ich finde es super. Es freut mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen. Jetzt kommen auch Barbie und ihre Schwestern in den Ballsaal. Die Auswahl ihrer Kleider scheint wohl Eindruck zu schinden, denn Jonas und seinen Freunden fallen fast die Augen aus dem Kopf. Das merkwürdige Trio starrt uns an. Du musst sie einfach ignorieren. Endlich gibt es auch Musik und die Mädchen begeben sich auf die Tanzfläche. Nur Skipper nicht. Als Jonas das sieht, geht er zu ihr. Hey, Nerdgirl. Du warst heute in der Dressurprüfung wirklich gar nicht schlecht. Oh Mann. Ja, und so ein erster Platz ist wirklich hart. Ja, ja, du hattest nur Glück. Willst du vielleicht tanzen? Nicht, dass ich auf die Füße von einem Zweitplatzierten trete. Ich gehe das Risiko ein. Reitlehrer Etienne geht zum Ausschank und will sich einen Punsch nehmen. Plötzlich haut ihm sein Bruder Philipp auf die Finger. Das ist mein Punsch, den du da trinkst, du mit Sauerkraut vollgestopfte Wurst. Nein, das ist meiner, du aufgeblasener Flammpudding. Du Wienbeutel! Du Zitronendrops, geh ihr! Du Schokoladenpumpe! Ich glaube, mir vergeht gerade der Appetit, Chelsea. Stacy, ich bin draußen bei den Pferden. Ja, ja, geh nur. Viel Spaß. Chelsea geht zum Paddock, wo die großen Pferde stehen. Sie kann sich einfach nicht zurückhalten, klettert aufs Gatter und springt auf den Rücken eines der Pferde. Das Pferd erschrickt, steigt und schlägt aus. Das Gatter zerbricht und die Pferde gehen durch. Die Schreie dringen bis ins Haus. Barbie und die anderen laufen hinaus. Chelsea? Chelsea? Chelsea! Alle laufen schnell zum Paddock. Das Pferd buckelt heftig und versucht, Chelsea abzuwerfen. Schließlich gelingt es dem Pferd, Chelsea abzuwerfen. Sie stürzt auf einen Heuballen und rollt dann auf die Erde. Jetzt kommt Dash zu ihr und stupst sie liebevoll mit der Schnauze an. Geht es dir gut? Sie ist antwortet. Kannst du mich hören? Chelsea! Geht's dir gut? Dash! Oh, hör auf! Mir geht es gut. Es geht ihr gut. Sie hat bestimmt nur einen kleinen Schock. Das wird schon wieder. Chelsea, was sollte das nur? Ich wollte doch nur mein großes Pferd reiten. So wie du und Barbie und Stacy es tun. Oh, Chelsea. Ich würde sagen, für heute bist du genug geritten, meine Süße. Und jetzt bringen wir dich erstmal rein. Und Etienne, rufen Sie den Arzt an. Ihr Arm muss untersucht werden. Sie hat Glück, dass sie nicht verletzt ist. Aber was ist mit den Pferden? Sie sind alle weg. Das Hindernisrennen. Wir müssen alle wieder einfangen. Wie denn? Es ist stockdunkel und wir wissen ja nicht, wo sie hin sind. Ich werde sie schon finden. Jonas, bist du sicher, dass du das schaffst? Ich kenne diese Berge so gut, wie Skipper ihr Tablet kennt. Meine Freunde sagen, ihr könnt ihre Pferde nehmen. Na dann schnell. Wir rufen alle Nachbarn an. Die sollen Ausschau nach den Ausreißern halten. Ich helfe euch. Mit Taschenlampen bewaffnet machen sie sich auf die Suche. Hm. Was ist denn?
Naja, diese Spuren. Seht ihr diese Abdrücke hier? Dieses Pferd ist eindeutig von dort gekommen und hat sich dann hier mit den anderen zusammengeschlossen. Und es hat keine Hufeisen, oder? Ganz genau. Und es wirkt so, als würde es die Herde wegführen. Und zwar in diese Richtung. Bis zum Sonnenaufgang folgen sie den Spuren. Aber als sie ein Felsmassiv erreichen, ist nichts mehr zu erkennen. Ich befürchte, das war's. Die Hufspuren führen bis zu den Felsen und dann verlieren sie sich. Tut mir leid. Und was jetzt? In ein paar Stunden fängt das Rennen an und Alpine hat keine Pferde mehr. Das bedeutet, Tante Marlene kann die Akademie vergessen. Wartet, ich glaube, ich weiß, wo sie sind. Barbie führt die Gruppe bis zu dem Tal, wo sie Majesty getroffen hatte. Und tatsächlich, dort sind die Pferde auch. Unter Majestys Aufsicht. Gute Arbeit, Majesty. Vielleicht hat sie Lust, Babysitter zu werden. Für 4 Zuckerwürfel pro Stunde und so viel Heu, wie sie will. Dieses Pferd. Das mit der pinkfarbenen Strähne in der Mähne. Was ist das für eine Rasse? Eine ganz besondere Rasse, Jonas. Und es ist unser Geheimnis, okay? Das heißt, dem Hindernisrennen steht nichts im Wege. Gemeinsam treiben sie die Herde zurück. Plötzlich versperrt ihnen jemand den Weg. Es ist Philipp. Monsieur Philipp. Was für eine angenehme Überraschung. Sie halten sich wohl für sehr clever, oder? Und du, Verräter, Überläufer, wagt ja nicht an die Ecole zurückzukehren. Mamsell Barbie, ich bin euch zu großem Dank verpflichtet. Sie haben anscheinend den Ort gefunden, den ich schon seit meiner Kindheit suche. Nämlich das Tal der Majestiques. Majestiques? Aber Monsieur, sagten Sie nicht, das wäre nur ein Märchen? Das habe ich doch nur wegen meinem Bruder gesagt. Ich wusste die ganze Zeit, dass es sie wirklich gibt und wie wertvoll diese Pferde sind. Und jetzt weiß ich, dass sie sich irgendwo auf dem Land ihrer Tante befinden. Wie Sie schon sagten, dieses Land gehört meiner Tante. Aber nach dem heutigen Rennen wird sie dieses Land an die Ecole Montagne verkaufen. Und dann habe ich Zeit, diese wunderbare Herde zu suchen. Es sei denn, Monsieur Etienne schlägt sie heute bei dem Rennen. Oh, wisst ihr das denn noch gar nicht? Mein Bruder hat sich den Arm gebrochen und wird deshalb nicht reiten können. Oh, nein. Aber keine Sorge, befindet sich dieses Land in meinem Besitz, dürft ihr euch vielleicht die Majestiques ansehen. Für einen gewissen Preis. Wir müssen dieses Rennen irgendwie gewinnen. Der nächste, zweite Tag des Turniers bedarf also eines kleinen Wunders. Willkommen zum zweiten Tag des Turniers. Wir befinden uns an der Bernwald-Rennstrecke. Gleich findet das alljährliche 3,2 Kilometer lange Hindernisrennen statt. Die Alpinakademie und die Ecole Montagne liegen momentan beide auf dem ersten Platz. Der Ausgang des Rennens ist schon mit. Die werden schon rechtzeitig kommen. Das weiß ich genau. Für Centre Equestre reitet Jason Randall. Für die Ecole Montagne Monsieur Philippe Chenet auf Hurricane. Werte Damen und Herren, eine wichtige Mitteilung. Die Alpinakademie wird dieses Jahr nicht an dem Hindernisrennen teilnehmen. Es tut mir so leid, Marlene. Schon wie gut, ich auf meiner Uhr sehe, ist es gleich 9. Die Anmeldung für das Hindernisrennen ist somit... Einen Moment. Eine Startermeldung in letzter Sekunde. Für Alpin reitet heute Barbie Roberts auf Majesty. Was? Das ist doch... Das ist cool. Etienne, ist das... Ja. Eine Majestiek-Stute. Majesty ist sehr nervös und Barbie versucht, sie zu beruhigen. Wow, ruhig, ganz ruhig. Glaub mir, der Sattel ist halb so schlimm. Du gewöhnst dich daran. Ganz ruhig, alles okay, Majesty. Barbie reitet zur Startlinie, wo sie sich direkt neben Philipp einreihen muss. Das ist ein wunderschönes Pferd, Miss Roberts. Es wird Ihnen aber nicht mehr lange gehören. Das werden wir ja sehen, Monsieur. Alle Beteiligten warten nun angespannt auf den Startschuss. Alle Reiter bereit. Und der Startschuss ist gefallen! Ein Blitzlichtgewitter bricht los. Majesty ist irritiert und scheut. Ruhig, ganz ruhig, Majesty. Und das Feld stürmt los. Das erste Hindernis ist schon in Sicht. Majesty scheut immer noch an der Startlinie. Oh, so ist es gut. Ruhig. Alles okay.
schon, Majesty, sehr gut, du schaffst das. Way to go ist weiter vorne, während die Reiter auf den ersten großen Wassergraben zu reiten. Der Reiter von Radlett liegt am Boden. Du schaffst das, meine Schöne. Denk einfach, das wäre ein Gletscherfluss. Es geht in die große Kurve auf Sprung Nummer 4 zu. Wir sehen Creme Brûlée und Way to go an der Spitze. Prima Donner fällt zurück. Teacher's Pet und Hurricane holen langsam auf. Oh nein! Teacher's Pet hat soeben seinen Reiter abgeworfen. Hurricane zieht nun an Prima Donner vorbei und verweist Creme Brûlée auf den zweiten Platz. Und der nächste Heckensprung. Majesty holt zwar auf, liegt aber immer noch auf dem letzten Platz. Nur Barbie kriegt mit, wie Philipp absichtlich ein gegnerisches Pferd mit seinen Sporen attackiert. Das Pferd steigt und wirft seinen Reiter ab. Oh, was ist denn das? Die Nummer 2, Creme Brûlée, ist aus dem Rennen ausgeschieden. Das ist ja wohl einfach nur unfair. Los, Majesty, dem zeigen wir's. Auf der Innenseite holt Majesty auf und überholt die ins Abseits geratene Prima Donna. Way to go, immer noch an der Spitze. Barbie Roberts rollt das Feld auf spektakuläre Weise weiter auf und versucht, den amtierenden Champion Philipp Chenet auf den dritten Platz zu verweisen. Als Barbie versucht, an Philipp vorbei zu galoppieren, schneidet er mit seiner Spore ihren Sattelgurt durch. Barbie Roberts liegt am Boden, ihr Pferd hat den Sattel verloren. Sieht ganz so aus, als seien Miss Roberts und Majesty aus dem Rennen. Aber Barbie ist nichts passiert. Sie rappelt sich hoch und steigt wieder auf. Philipp wird uns nicht aufhalten. Komm schon, Majesty. In Freiheit geboren, dann reiten wir auch frei. Barbie lässt den Sattel liegen und nimmt jetzt auch noch das Zaumzeug ab. Hurricane kommt Way to go immer näher. Philipp drängt seinen nächsten Widersacher zur Seite. Hurricane und Way to go liegen sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Way to go verliert den Rhythmus und verweigert am Sprung. Philipp Chenet, der Champion aus dem letzten Jahr, wird wohl wieder gewinnen. Er hat nur noch einen Sprung vor sich. Bewältigt er diesen, dann wird die Colmontagne wieder Erster. Alpine und die Majestics gehören mir. Moment, was sehe ich? Barbie Roberts ist wieder im Rennen und tut rasend schnell auf. Chenet springt. Aber was ist das? Das ist ja unglaublich! Während Philipp über das Hindernis springt, springt Majesty noch über ihn hinweg. Was für ein Sprung! Was für ein Rennen! Was für ein Pferd! Barbie Roberts und Majesty gehen in Führung! Ja. Philipp Chenet versucht alles, um Barbie Roberts zu überholen. Majesty und Hurricane geben alles! Aber Philipp traktiert sein Pferd so heftig mit der Gerte, dass es ihn einfach abwirft. Und wir sind die Alpine Akademie und Barbie Roberts auf Majesty. Du hast es geschafft, Majesty. Du hast es geschafft. Werte Damen und Herren, der diesjährige Pokal geht an die Alpine Akademie. Ich bin so glücklich. Was für eine Unverfrorenheit! Ich hätte dieses Rennen gewinnen müssen. Ich wurde unfair abgelenkt. Wovon? Du warst total unfair. Wir haben genau gesehen, was du getan hast, du Pinguin-Popo. Und du bist nur der Fussel im Bauchnabel eines Pavians. Toll, jetzt geht das wieder los. Da taucht die Mama von Philipp und Etienne auf und zieht Philipp kräftig am Ohr. Laissez-vous! Ah! Geh auf dein Zimmer. Du nimmst dir eine Auszeit, hörst du? Aber Maman, er hat angefangen. Mit gesenktem Kopf schleicht Philipp davon. Seine Mutter nimmt Barbie liebevoll in die Arme. Sie war so magnifique. Danke schön, Madame Chenet, sie ist die Besitzerin der École Montagne.
Brigitte, danke für Ihr Angebot, aber ich werde nicht verkaufen. Félicitations, Marlène. Ich freue mich sehr für Sie. Etienne steht neben Majesty und kann seine Augen nicht von ihr lassen. Maman, dieses Pferd, die Legende. Ich weiß schon, ist sie nicht wunderschön? Komm, mon Chouchou, es gibt Suppe. Bekomme ich diesmal auch ein Stück Baguette? Dann wird der Sieg gefeiert und der Jubel ist groß. Am nächsten Tag treten Barbie und ihre Geschwister die Heimreise an. Tante Marlene schenkt ihnen zum Abschied ein Foto von der Pokalübergabe. Dankeschön. Ich liebe es. Hier ist Stacys letzter Koffer. Ich würde sagen, dann haben wir wohl alles, oder? Ich möchte dir nochmal von Herzen danken, Tante Marlene. Das war der beste Sommer aller Zeiten. Oh nein, Liebes. Ich habe vor allem euch zu danken. Seitdem Skipper ein Video von dem Rennen ins Internet gestellt hat, kann ich mich vor Anmeldungen kaum noch retten. Ich bin zuversichtlich, dass wir hier auch noch in Jahren Reiter ausbilden können. In der Schule habe ich einen Haufen Mitschüler überredet, auch mit Reiten anzufangen. Einige wollen gerne Dressur reiten. Einer hat gesagt, er will unbedingt Banjo spielen lernen, aber ich habe ihn trotzdem sicherheitshalber mal eingetragen. Jonas hilft Skipper beim Einladen des Gepäcks. Es fällt ihm sichtlich schwer, sich von ihr zu verabschieden. Und Skipper geht es nicht anders. Und das ist die letzte Tasche, ja? Danke übrigens für deine Hilfe. Du bist gar nicht so übel, manchmal. Vorsicht, fast hättest du was Nettes zu mir gesagt. Chelsea verabschiedet sich von ihrem Pony Dash, das sie inzwischen sehr lieb gewonnen hat. Und weil du Marshmallow-Shampoo so gerne magst, werde ich dir noch mein anderes Lieblingsshampoo schicken. Röstmarshmallows mit Schokolade. Ja, geht mir genauso. Und dass ich so blöde Sachen zu dir gesagt habe, tut mir auch leid. Du hast die perfekte Größe für mich. Und sogar Stacy fällt der Abschied von ihrem Pferd schwer. Hey, ich geb's zu. Ich werde dich voll vermissen. Obwohl du meine Schwester für die nächsten Jahre mit peinlichen Fotos von mir versorgt hast, bist du trotzdem extrem cool. Auch Barbie verabschiedet sich von Majesty. Wir sehen uns in Malibu, Majesty. Ich bin sicher, Kalifornien wird dir gefallen. Du hast dir ein sensationelles Pferd ausgesucht. Ich bin sicher, ihr zwei werdet ein tolles Team und gewinnt ein Rennen nach dem anderen. Majesties Herde ist ins Tal gekommen, um sich von ihr zu verabschieden. Als Barbie Majesty in die Augen schaut, weiß sie, dass es ein Fehler wäre, Majesty von hier fortbringen zu lassen. Barbie? Freust du dich denn gar nicht? Nein. Nein, ich werde dir das nicht antun. Barbie, was machst du denn da? Ich lasse sie wieder frei. Ich darf sie nicht einfach mitnehmen. Das geht nicht. Sie muss hier bleiben, bei ihrer Familie. Das kann ich ihr doch nicht einfach wegnehmen, oder? Du triffst diese Entscheidung aus dem Herzen heraus. Und dann ist es auf jeden Fall die richtige. Barbie öffnet das Gatter zum Paddock und schenkt Majesty die Freiheit. Ich werde dich niemals vergessen. Niemals. Und jetzt lauf! Majesty schaut Barbie noch einmal an und galoppiert davon. Wenn du wieder mal herkommst, wird sie ganz sicher schon auf dich warten. Komm schon, Barbie. Dieses Riesending fährt sich nicht von allein. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Eine gute Reise! Es war schön, dich kennengelernt zu haben, Skipper. Macht's gut! Okay, sagt mal, wer von euch hat eigentlich die Bordkarte? Die hat Barnaby. Und sie scheinen zu schmecken. Some people say